Von welchen drei Menschen oder Quellen hast du in den letzten Jahren etwas mitgenommen oder gelernt? Holy shit. Okay. Menschen, Quellen, Buch. Was auch immer. So, what? Etwas. Etwas. Kakerlake. Nein, so Kakerlake. Oh, wow, wow. Schwierig, schwierig. Von mir selber. Nein. Kannst du noch mal fragen? Okay. Soll ich drei oder etwas? Hast du etwas im Kopf? Nein. Nächste Frage, dann müssen wir Schluss machen. Gut. Was war bis jetzt deine beste oder lohnendste Investition? Meine Gitarre. Gibt es eine Buchempfehlung? Ja. Wolltest du sagen, wie sie heisst? Oder wie es heisst? Vom Ende der Einsamkeit, Benedikt Wells. Morgen- oder Abendritual? Abendritual. Nein, Morgenritual. Und was ist? Also, das Ritual ist das Morgenritual. Und zwar ist das Aufstehen, ein Glas warmes Wasser trinken und nachher schnaufen. Musik zum Aufstehen oder Einschlafen? Aufstehen. Welchen Rat würdest du dir mit der Erfahrung von heute, dem 20-jährigen Ich, geben? Nimm es ein bisschen langsamer. Der beste Rat, den du jemals bekommen hast. Das sind so schwierige Fragen. Der beste Rat. Los in dich rein. Wann hast du herausgefunden, was du wirklich willst? Ich finde das jeden Tag neu raus und hoffe, dass ich das wirklich weiss, nachdem ich es herausgefunden habe. Angst vor dem Scheitern? Nein, gehört dazu. Das ist auch gut. Was weiss fast niemand über dich? dass ich extrem gern kleine Hunde habe und Tiere und nein, das darf ich eben nicht sagen. Wer ist in deinen Augen erfolgreich? Erfolgreich? Sind all die Menschen, die das machen, wo sie wirklich wollen und wirklich spüren und wo sie wie auch merken, dass das nicht nur innen, sondern vielleicht auch der Gesellschaft etwas bringt. Was ist dein Antrieb Tag für Tag? Mein Antrieb ist das Leben und der Wille zu wachsen, weil das wie vorgegeben ist von der Natur und genauso auch eben zu scheitern und zu lernen aus jeder Situation. Was ist für dich Glück? Glück macht man in jedem einzelnen Moment. Und was ist für dich Flow? Flow ist gleichzeitig ein Fokus und ein Loslassen und eine Bewegung. Wenn du einen schlechten Tag hast, wie kommst du zurück in deinen Flow? Ich trinke einen guten Oolong-Tee. Die wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Die wichtigste Entscheidung war, dass ich Musikerin nicht geworden bin. Ich glaube, ich bin es schon immer, aber dass ich mich wie dazu können, bekennen, genau. Ja. Nein sagen, kannst du das? Und wenn ja, gibt es einen Tipp? Ich kann gut Nein sagen. Und der Tipp ist, immer zu schauen, was ist Setting. Bringt es dir etwas? Bringt es dem Gegenüber etwas? Es ist noch schwierig zu sagen. Man muss aber vor allem das gesamte Bild anschauen. Also nicht nur, was ist jetzt, sondern was ist dann vielleicht auch später durch die Entscheidung. Zum Glück hast du da nicht Nein gesagt. Das wär's. So schwierig. Das sind die schwierigsten Fragen.